Sie sind gerade befördert worden und trotzen nur sofort Tatendrang? Dann sollten Sie diesen in geordnete Bahnen lenken, denn auch Chef sein will gelernt sein. Frisch gekühlte Chefs tappen gerade am Anfang in so manche Falle, welche die neue Führungsrolle mit sich bringt. Da werden langjährige Kollegen plötzlich zu untergestellten Mitarbeitern, die sich mit ihren Problemen und Fragen an sie wenden und Taten erwarten. Doch wer denkt, dass das alles so einfach ist, irrt gewaltig. Selbst gut gemeinte Anweisungen erweisen sich schnell als Boomerang, der mehr schadet als nutzt. Doch wer die Fallen kennt, kann sie sicher umschiffen. Fehler Nummer 1. Sie stellen alles auf den Kopf. Neue Führungskräfte verfallen gerade am Anfang ihres Jobs schnell in Aktionismus. Schließlich erwartet deren Vorgesetzter Taten statt blumiger Worte. Doch das erweckt schnell den Eindruck, dass der neue Chef nur seine Karriere im Kopf hat. Besser ist es, wenn Sie die ersten Wochen nutzen, um sich einen Überblick über Ihr Team, die Aufgaben, die Abläufe und eventuelle Missstände zu verschaffen. Mitarbeitergespräche können da eine große Hilfe sein. Erst danach sollten Sie Veränderungen in Betracht ziehen, jedoch stets in Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern. Fehler Nummer 2: Ihre Mitarbeiter sind Ihre besten Freunde. Nichts spricht gegen ein gutes kollegiales Verhältnis zu seinen Teammitgliedern. Doch wenn Sie sich zu sehr mit einem Mitarbeiter anfreunden, sollten Sie stets überlegen, ob sich diese Freundschaft eventuell auf Ihre Arbeit auswirkt. Gerade in heiklen Situationen könnte diese Freundschaft bei anderen Mitarbeitern oder dem Vorgesetzten für Gesprächsstoff sorgen. Als Chef sollten Sie in der Arbeit stets die nötige Distanz wahren, auch wenn Sie sich blendend verstehen. Auch interessant: Chef feuert alle Mitarbeiter. Der Grund ist mehr als kurios. Fehler Nummer 3. Fehler nicht eingestehen. Manche Menschen legen es Chefs als Führungsschwäche aus, wenn sie Fehler zugeben. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wer die Kritik von Mitarbeitern annimmt und einen Fehler auch mal eingesteht, zeigt Größe und sichert sich den Respekt und das Vertrauen seiner Teammitglieder. Fehler Nummer 4: Konflikten aus dem Weg gehen. Egal, ob sich ein Mitarbeiter falsch verhält oder es im Team brodelt. Viele Chefs trauen sich nicht so richtig, sich Konflikten mit Mitarbeitern zu stellen, aus Angst um den Teamfrieden. Deshalb vermeiden neue Chefs oft Konfliktsituationen und hoffen, dass sich alles von alleine regelt. Doch das ist der falsche Weg. Sorgen Sie lieber für klare Verhältnisse, indem Sie Ihre Erwartungen klar und freundlich kommunizieren und bei Bedarf rechtzeitig gegensteuern. Fehler Nummer 5: Alles besser wissen wollen. Viele denken, als Chef müssten Sie alles wissen und müssten jedes Problem lösen. Doch für explizites Fachwissen sind die Experten in Ihrem Team zuständig. Als Chef übernehmen Sie vor allem Führungsaufgaben, seien Sie sich dessen stets bewusst. Das lässt Ihnen auch mehr Freiräume für Ihre eigenen Aufgaben. Lesen Sie auch: Darum ignoriert der Chef Ihre Nachrichten wirklich, von Andrea Schmidt.